So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf dem wunderschönen Kanal. Ja, wir sehen, ich habe sogar schon eine Fracht angenommen. Ich fahre sogar schon, oder bin gerade das angefahren. Ich habe mir jetzt gedacht, jo, das nimmst du jetzt auch noch mit auf. Aus dem Grund, yeah, keine Ahnung. Wir sehen 9000, wir fahren erstmal und klemmen alles. Ich weiß nicht, ob man mich hört, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mein Mikrofon hat sich hier verstellt, so ein bisschen von der Höhe. Und mein Inneres des LKWs hat sich geändert. Zu dem letzten Mal. Ja, das stimmt. Ich habe nämlich ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe gesagt, ich muss mal hier was machen. Nein, 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 nein. Ich bin Ausländer, ich darf das. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Noch ein paar Millimeter. Nee, mehr will ich nie. So, ich mal ein bisschen näher ran zu euch. Ich fühle mich so richtig unwohl gerade mit dem Mikrofon, deswegen ist es scheiße. Das sieht alles so richtig, richtig kacke aus. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Dresden. Warum auf dem Weg nach Dresden? In Dresden gibt es dann wieder Spezialfrachten, die ich fahren kann. Und ich möchte mit euch gemeinsam, möchte ich dann eine geile, riesen Spezialfracht annehmen. So sieht's aus. Was sich sonst noch geändert hat, ein bisschen Aussehen vom LKW, aber das ist ja nichts Schlimmes. Und wie gesagt, was ihr jetzt auch merkt, ich habe da unten jetzt eben die nächste Pause, Restzeit und alles mögliche habe ich drauf. Eigentlich könnte man mal kurz das anmachen, 4 Stunden, beziehungsweise 5. Ich habe das Navi jetzt da. So. Wozu brauche ich sonst noch mehr? Das ist jetzt mein Navi. So für ein bisschen Sammelmotor, weil Geschwindigkeit oder sowas, das steht zwar da, aber nicht die Kilometer und wie lange und sowas. Und das können noch gerne mit dastehen. Habe ich kein Problem damit. Ja, es fühlt sich auch schon unwohl an zu fahren. Ich sehe wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, warum mein Mikrofon so verstellt ist. Oder was man da machen kann oder ich kenne Blasen Schimmer. So, auf 80 kann man hoch beschleunigen und dann geht es Richtung Dresden. 5 Stunden schaffen wir. Also wir sind hier in Tschetschenien oder Tschetschenien oder weiß der Geier irgendwas. Gut. Tempomat reingemacht. Guck mal, jetzt sind wir schon in Deutschland. War nur noch Berlin und runter und dann sind wir auch schon in Dresden. Ja, warum kommt heute ETS? Eigentlich wollte ich hier World of Tanks oder sowas aufnehmen, da ein Part unten aufgenommen ist. Also, Computer hat gesagt, nein, nicht mehr. Schade. Und Rostock Magdeburg geradeaus. Aber ich lade gerade noch die restlichen Videos hoch. Deswegen geht das nicht. So. Was es für Videos sind, also übrigens morgen und noch irgendwas. Ist gerade Device. Auch nicht schlecht. Aber World of Tanks, die Folge genau. Zweimal in NASA beginnen. Oh nee, Idees ist das sogar. Also NASA ist schon hochgeladen. Ich habe keine Musik an, fällt mir gerade sein. Dieses Mal habe ich keine Musik genommen. Das ist, naja, gut. Kann man so und so nehmen. Also die Musik war, glaube ich, das letzte Mal ein bisschen laut gewesen. Keine Ahnung. Gucken wir hier schön mit 80 rum. Aber außen fließen, naja, 20 Tonnen, das ist schon nicht. Ich habe jetzt auch einen anderen Motor drin, einen neuen. Wie viel PS der hat, das kann ich euch nicht sagen, weil es ist so lange her, als ich das geändert habe. Und ich werde vielleicht mal an eine Kanalumstrukturierung vielleicht mal dran denken. Weil ich gerade, wo ich den LKW sehe, können wir machen. Also ich merke jetzt schon, dass wieder tausende von Videos verschiedene kommen. Der wäre nur ein Relive-Kanal, aber da ist es anstrengend für mich. Da ich keine Zeit und sowas habe, ist das sehr, sehr anstrengend für mich und sehr, sehr nervig. Ich nie weiß,
was ich aufnehmen muss und ja. Das ist nur einer von den vielen, vielen Gründen. Es gibt zwar Sachen, die ich dieses Jahr machen möchte und natürlich euch mitnehme. Das steht klar, das steht fest. Aber was Geld betrifft, nehmen wir vielleicht mal eine Schippe zurück, weiß ich nicht, werden wir mal gucken. Weil ich mach mal auch einen halben Kochkanal draus. Ach du Scheiße, wenn das überhaupt kocht. Oh, der fackelt ab. Der Band. Wo ich mein Handy kurz hingelegt habe. Die Bude fackelt ab. Das könnte ich in den Titel reinschreiben. Das wäre eigentlich so gut wie nicht gelogen. So. Aber dann müssen wir mal gucken, was da passiert. Auch, dass ich mit anderen YouTuberinnen was aufnehmen wollte, was Kochen angeht, wird sich jetzt auch ein bisschen verschlagen haben. Eieieiei, Mensch, pass mal auf, du musst mal blinken. Nee, muss ich nicht. Also alles nur, weil ich kurz am Computer bin. Am Handy spiele. So mal abjänzen. Oder rollen lassen. Hm, 40. Jetzt die Zeit hier hoch. Antwort mal kurz unserem Chef. Ah, der schöne Trailer. Das wäre auch nur so eine richtig nice Sache, wenn man das so eine Auswahl, dass man so die eigenen Trailer hat und die auch noch ein bisschen bemalen könnte oder da eben der Name draufsteht, so bei uns jetzt WB oder Mansi Crew oder wie ich sag, Geier, aber es wäre auch richtig, richtig lustig. Würde mir auch gefallen. Aber das kommt, glaube ich, das ist ja dann. Habe ich keinen Schimmer. Das ist so schönes Wetter. Ich will Moped fahren. Also sobald wir angekommen sind, nehmen wir uns schlafen, dann ist auch der Part vorbei und gucken wir, dass wir eine ordentliche Schwerlast haben. Wir bringen sehr viel Geld ein. Es macht schon einen Unterschied, wenn man jetzt eine Schnellfracht macht, also dorthin reist und einen Fremd-LKW nimmt oder eben den eigenen LKW. Das macht schon einen großen, großen Unterschied, habe ich gesehen. Das macht so, wie viel waren das vor uns, über 5 Euro pro Kilometer. Und das legt sich natürlich auf. Also bei den Schwerlasten, bei denen hier sind es vielleicht 1, 2 Euro. Ich würde nennen, es ist nicht so viel. Passt das schon? Hier jetzt runter oder? Leipzig, Berlin, nee, Dresden, Prag müssen wir. Nein, ich habe nicht aufs Handy geguckt. So. Dieser Rübenfahrt mal Schnucki Batzi. Nice. So. Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Oder wo wir bildlich gesehen sind. Und zwar fahren wir jetzt theoretisch auf die A4 hoch. Also wir sind eigentlich schon so gut wie da, kann man sagen. Mag es noch eine Stunde sein. Wir müssen jetzt noch in Leipzig. Nee, Leipzig fahren wir glaube ich nicht vorbei. Wir kommen zwischen Dresden und Leipzig raus. Na klar, Leipzig wäre andersrum, ne? Also wir sind jetzt noch mal kurz auf der Autobahn und dann. Ah, 17. Eigentlich müsste es die A4 sein. Außer. Wir gehen mal kurz auf die Map.
Jetzt habe ich noch die Bremse gezogen. Oh, da sind wir wo ganz woanders, wo ich gedacht hätte. Und zwar dachte ich, wir sind hier schon. Also, hier aber die Straße gibt es ja nicht. Dass wir Richtung Chemnitz gehen, hier runter. Jölitz, meine Hauptstadt. Ne, meine Hauptstadt nur. Das ist ganz falsch, ich gerade hier. Was ist denn das hier? Ach, jetzt die. Was ist denn? Das ist die Grenze. Oh doch, das passt hin. Hier ist. Genau, Tankstelle. Gibt es aber auch in Wirklichkeit. Ich glaube aber die ist in Polen da drüben. Das war eigentlich scheiße, ich habe gerade die Handbremse nicht mehr gezogen. Die Parkbremse. Das ist ja doch ein Stückel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann gucken wir im nächsten Part nochmal eine Schwerlast. Dann habe ich hier nochmal zwei Parts aufgenommen. Landwirtschaftssimulator wollte ich eigentlich nehmen. Aber da hatte ich auch gesagt gehabt, in meinem letzten Part, ich weiß nicht, ob das schon draußen ist oder nicht, war nochmal hier später. Wenn ich jetzt jedes Mal fahre, die Fahrzeuge werden dann nach dem Gebrauch gewaschen, getankt, abgestellt. Wenn ich jetzt auch nur zwei Parts aufnehme, lohnt sich das Theo eigentlich nicht. Also man muss schon mal ein bisschen machen, damit die auch dreckig sind. Wir gucken mal kurz, wie Stunden noch. Doch, 2 Stunden, 139 Kilometer ist auch gut. Eigentlich wollte ich das Gelb ändern. Weil es mir so teils grün so im Hellen ankommt. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht so schön. Sag nur die Uhrzeit 10 nach 3. Nice. Gäbe natürlich aber auch eine Schwerlast, die mir einen ETS stumm machen würden. Danach noch hinauf, wenn die Tür stimmen. Das wäre, glaube ich, gut. Das wäre gut. Dann können wir nämlich diesen Part nochmal so ein bisschen über die Schwerlasten reden. Meine Vergangenheit als Kind, wie ich damit Schwerlasten hinter mir habe. Falls mal alles klar. Gut, dann jetzt hier rüber. So. Oder werd langsamer, jo. Ich weiß, ich kann auch abbremsen, aber das ist nicht der Sinn des Center. Wir wollen ja auf der Geschwindigkeit bleiben. Und nicht langsamer werden, weil dann haben wir irgendwann mal ein Problem. Das Böse mit dem Backe und der Jacke. Aber warum ist denn der so langsam vorne? Was wird denn der fahren? Der wird nicht viel weniger fahren, oder? 75. Wir haben bloß fließend drin, also. Der hat ja einen Tanklaster hier vorne. Gut, okay, der ist aber auch. Die sind beide relativ langsam. Schaut sich das sowieso? Alter! Also staunen nicht, aber... Guck mal, der hat schon mal brennbare Flüssigkeit. Brennbarkeit 3 ist das. Ui. Dresden Abfahrt.
schon. Also eine Schlinge möchte ich jetzt ungern. Aber hier werde ich wirklich bremsen müssen. Respekt an die LKW-Fahrer, muss man schon sagen. Die machen ihre Arbeit gut und was sie auf dem Kessel haben müssen teilweise und machen und alles, also da Hut ab. Und ist hier schon. Scheiße, ich muss hier schon runter. Ich muss hier runter. Scheiße, wenn man das Klinien-Navi anhat, man sieht da nicht so viel. Und natürlich hat man auch keine Sprachsteuerung. Die Bedingung was sagt. So. Mein Spiel ist auch gleich fertig, das was er machen sollte. Und dann passt das doch, das ist so schön. So, 80. Mit dem Format rein, damit ich mich hier ein bisschen auf die Kurven konzentrieren kann. Fertig. Gut, machen wir mal lieber Bildschirm auf. Gut, dass wir die ganze Zeit machen müssen. Jetzt habe ich Akkuverbrauch auf hier. So, Dresden, meine. What the fuck? Scheiße, hier war schon eine 50 gewesen. Ach, fuck, fick dich. Also Dresden, ich würde am liebsten gleich hier einen Kredit wieder aufnehmen und hier in Dresden mir schon die Halle kaufen. Jetzt wird mir gesagt, ich bin erst in Dresden. Da muss man hin, wir müssen hier rüber. Okay. Wo kommen wir denn hier? Achso, hier sind wir. Hier sind wir, okay. Drüben war eine Dings. Ich weiß nicht, will ich jetzt hier eigentlich... Dings kaufen hier, die. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ein Depot. Hm. So, wir werden mal heute mal so freundlich sein, wir sagen, da wo sie stehen soll, die Ladung. Mal runtergehen, groß ausholen. Stellen.
passt das. Wieder raus, absatteln. Und das war's, Leute. So, da würde ich mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen, wenn ich deinen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Wir sind ganz im Kreditarbeiter. Also ob wir da jetzt hier uns die Firma kaufen für, ich glaube 180 war das. Glaube ich mal eher nicht daran, dass wir das mal machen. Also wir können mal kurz gucken, wie teuer die war. Boah, hier liegt das kurz. Hoi. Ja. So, fahren wir mal ein bisschen schneller. So, gucken wir uns mal an. Relativ schön sieht es hier aus. Das ist eine unterschiedliche Magie, das war nice. 180, nee. Will ich mal sagen, nicht? So, und wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann wenn ich da in der Runde schreibt in den Kommentaren, ob ihr mehr davon seht oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.